Herzlich willkommen zurück zu Desi Epoch. Ja, spontane Entscheidung. Erst sollte es ja heute ausfallen. Eigentlich wollten wir ja die Standalone weiterspielen. Ich hatte da heftige Kopfschmerzen, hatte es erst abgesagt. Dann habe ich mir noch ein Schmerzmittel reingezogen. Jetzt sind die Kopfschmerzen wieder weg. Und dann hatte ich auf einmal Lust auf Epoch. Silver ist auch mit dabei. Moin. Und hab gefragt, ob wir stattdessen dann mal hier eine Runde weiterspielen. Das ist ja hier der Server 1337, steht ja da unten. Könnt ihr vielleicht sehen, ein bisschen unten links. Ja, und Geld haben wir hier ja. Ach nee, hier hatten wir gar Nee, nicht so nee, viel hier gibt's Geld, kein ne? Geld, hier ist kein Geld. 330.000 Doch. auf der Bank und Ich habe hatten wir. 300.000. Ja. Ach, immer die 4 Millionen, das war auf den 555, ne? Richtig. Da wo es so zur Sache Ja, geht. und wir wollen jetzt mit Fahrrad erstmal zu Besch radeln, um uns da Teile für eine Mosi zu holen. Jo. Und dann mal schauen, wo wir hier ein bisschen mehr Geld machen können, dass wir dann hier, da es ja ein PvP-Server ist, sollte die äußerste Mauer aus Stein bestehen und aus einem Stahltor. Ich sehe schon mal, wo wir Geld machen können. Es sind viele Wheat Farms. Es ist auch eine Tankstellenexplosion. Oh Ja, ja, finden wir schon wir was. müssen ja trotzdem erstmal. Dann radeln wir mal los. Na denn, auf geht's. Ui. Bagmas. Ja. Also in Gefahr sind wir erstmal nicht. Keiner da. Genau. Obwohl, ich muss sagen, das war schon lustig gestern, wo das da so richtig zur Sache ging. Also, ei, da kriegt das Spiel noch mal so ein bisschen extra Würze. Meinst du auf den Depp. 555 mit den 30 Leuten Wo da? das nur geknallt hat. Ja. Ja, da Alter. können wir ja zwischendurch, da ist zwar kein Rasen, aber da können wir ja nur so aus Gaudi, ne? Einfach nur, um einfach mal richtig Keine, also rumzuballern. da keine Base bauen, nichts, Nein. einfach nur mal. Aber das sagte Teddy ja auch schon, auf solchen Servern baut man ja entweder eine winzig kleine Base oder Ja, man hat oder wir machen irgendwo nur einen eine. Tresor. Genau, oder wir machen nur irgendwo ganz klein, auch so ein Richtig. Häuschen, einfach zwei Tresore rein und fertig. Jupp. Deswegen. Weil dort wirst du nicht viel Ruhe haben, dann ne? Wirst du angegriffen. Und was ja auch vollkommen in Ordnung ist, ist ja auch kein Ding. Ja, kann aber hier auch irgendwann passieren und deswegen Ja. wäre schön, wenn wir die Base fertig haben, bevor hier Leute raufkommen. Also, liebe Zuschauer, vorbeikommen und dann schauen wir mal. Ja, und bitte kein Base ne, hier streamcampen, das ist scheiße. Ja, bei mir kommt die Parts eh sehr spät. Also, wenn der Part jetzt Ja. bei mir gezeigt wird, dann, naja, dann bist du Meine schon jetzt ziemlich bei weit. mir, machen Ja. kann man zwar auch nichts, aber Nein. Am wäre jetzt Ende. dann lieber, wenn die Leute dann eventuell fair mitspielen. Richtig, bis sich jeder halt eingerichtet hat und dann kann man sich ja angreifen. Ne? Also, Genau. wäre der Idealfall. Wenn es nicht so ist, ist es halt nicht so. Dann ist es halt. Naja, dann muss man halt umziehen. Im schlimmsten Fall. Ich glaube, Bots waren hier keine, gell? Also so Wildspawner und Nee, hier sowas waren gab's hier nicht. keine Bots. Ich weiß jetzt nicht, ob Patrouillen hier fahren, aber ich glaube nicht. Leck. Weil soll ja alles PvP ausgelegt sein, ne? Dass die Spieler sich gegenseitig kriegen. Ja. Ja, hier waren ja gestern auch nur 6 oder so drauf, ne? Glaube ich. So viele wollen wir nicht. Ah ja. Ja, vielleicht kommen ja ein paar dazu. Einmal schön radeln durchs Grüne. Ja, wie gesagt, was können die Wheat Farms abfliegen? Und mal gucken, wenn es eine gescheite Mission gibt. Ich glaube, die waren ja auch ein bisschen dünn gesät. Mal gucken, was auftaucht. Ja,
Schauen wir mal. Da brauchen wir ja nicht drauf achten, wegen Markieren oder sonst was. Nö. Nö, bei PvP sowieso nicht. Also. Die macht man einfach und fertig. Ja, und hofft, dass kein anderer kommt und einen wegbammt. Genau. Oder man ist so hinterhältig und lauert. Kann man natürlich auch machen. Guten Abend, Gise. Mein Stream leckt? Ja, dann liegt das aber an dir, denn bei mir sehe ich das ja am OBS. Der hat volle Leistung und läuft klar und flüssig. Ach ja. Also das kann ich immer wieder nur sagen, wenn ihr guckt, es ist schön, dass ihr mir darauf hinweist, aber bei mir leckt kein bisschen. Wenn es an mir liegen würde, würde es bei mir hier im OBS stocken und lecken und dann würde auch die Internetverbindung da nicht voll grün angezeigt werden. Manchmal ist es auch Twitch, also ich hatte das auch schon, da sind manchmal so Lecks drin, aber das ist dann auch von Twitch, ich weiß nicht, was da ist, ob die da irgendwas updaten oder... Ja, das kann natürlich auch Twitch, ja. Twitch kann das natürlich auch sein, da musst du dann mal neu laden. Ja. Vielleicht die Auflösung eins tiefer machen. Musst du nicht mal. Manchmal reicht es einfach neu zu laden. Kennst dich nicht aus. Andere Streams lecken gerade nicht. Ja, das ist manchmal so. Ich habe dann auch, guck bei dir, aber da musst du dann mal entweder den ganzen Boozer neu starten oder wenigstens Twitch, also bei mir hier die Seite neu laden. Dann habe ich auch bei dem Streamer dann geschrieben, ja, das leckt hier wie Sau. Und andere Zuschauer haben dann geschrieben, nö, bei mir nicht und so. Mhm. Und dann habe ich wieder beim anderen Streamer geguckt, da hat es nicht geleckt. Und ey, ja. manchmal geht es mit dem Devil zu. Also. Naja, das ist... Das ist halt Internet. Also wenn es bei mir jetzt von mir aus leckt, dann sehe ich das. Weißt du, auf dem zweiten Bildschirm. Das habe ich ja immer im Auge. Das ist ja auch richtig. Die Kontrolle quasi, dass du siehst, was passiert. Ob was passiert. Jetzt kam gerade ein Leck. Ja, das war ein Server-Leck. Das hatte ich auch. Da hast ein paar Mal neu geladen. Ja, manchmal ist das so. Das liegt dann einfach an Twitch. Jo. So, heute muss ich meinen Timer wieder laufen lassen, weil gestern ist ein Part etwas sehr lang geworden. Jetzt war wieder ein Leck. Bei mir nicht. Kann die Lecks auch immer ansagen, wenn ich einen habe. Oh, komisch, dass es bei mir denn nicht leckt. Das ist so seltsam. Oh, hier ist ein Baum. Also. Kriegst du die Kurve? Ui. Also, wenn das Fahrrad einmal ins Trudeln kommt, dann... So. Ui. Uiuiui. Ich sehe schon die Safe Zone. So. Ja, Geld habe ich ja noch bei mir. Nur den richtigen Händler, der ist wahrscheinlich nicht. Gibt's hier überhaupt noch andere Händler? Was ist umgebaut, Trailer, ne? Ach so, hier geht's rein. Okay. Dann müssten die ja hier sein, den wir suchen. Waffen, okay. Der da, ne? Der da gucken. Ist. Das, ja, was denn? Ja, der hier. Das ist hier wer? Das ist der für die Bauteile. So, ich glaube, wir brauchen bloß. Was hatte ich gesagt? Eine Engine? Und Metallteile, ne? Halt! Kein Hauptrotor? Sicher? Na, ich versuch's mal. Musste ja hier nicht aufbauen. Also. Was stand da gerade? Part generell. Generic.
Das sind doch Metallteile eigentlich. Ah, vielleicht noch der Hauptrotor. Das könnte sein. Hauptrotor. So, so. Ah ja, die drei Teile. Micro-Parts. Was war es jetzt? Metall? Metallteile, Motorteile und Hauptrotor. Tank braucht man nicht? Nee, Tank nicht. Okay. Gucken, dieses Poke. Ah, hier, das Poke ist eine Bell. Wie, wenn du jetzt, Bell? Ach so, wenn du jetzt, weg. Tankteile noch mit dazu. Nee. Metall, Motor, Rotor. Ach so, die drei. Da kannst du eine Bell oder eine Mosi bauen. Richtig. Das ist doch hier die Sunny Bell. Was, die ich hier hab? Nö. Ja, doch, die ist wie die. Ja, aber die ist nicht so auffällig. Oh, ich krieg sie nicht mehr weg. Nein, ich will sie nicht bauen. Gut. So, mal gucken. Kann man auch eine Mosi bauen? Ja, müsste es sein. Pugpad. 2, das ist ein Geschütz. Mosi? Jawohl, Mosi kann man auch bauen. Sehr schön. So, brauchen wir noch irgendwas essen, trinken, irgendwas. Gott, mal hier sind... Ich glaube, ich hatte noch... Ne, haben wir alles. Haben wir alles. Die SVDK, was schießt die denn? Schießt die mit DMR? Nee, ich glaube nicht. Nee, macht sie nicht. Wieso habe ich da DDR-Magazine? DMR, Himmelherrgott. Mit was schießt die denn? SVDK, ja, wahrscheinlich damit. Okay, so, was wollen wir denn jetzt? So, besser. Ah, ja. Wheatfarm. Würde ich mir mal angucken, auf jeden Fall. Okay, dann fliegen. Müssen nur gucken. Bei Gorka als eine. Ich habe halt den ganzen Rucksack noch voll mit Zeug, ne? Ja, ich habe auch bloß 24 Plätze. Und ich habe nur 5. Halt 4 noch, also 28 insgesamt. Ja, bist du denn? Achso, warte mal, man könnte ja mal gucken. Großer Rucksack. Ich habe ja jetzt nur... Ah, ich habe ja schon einen. Ja, wenn wir dran denken, die Bell hat doch auch Plätze. Ja, Zähne. Ach so. Ja, 10 Plätze. Jo. Aber ich mach das gar nicht mehr, weil mir schon zweimal passiert ist. Ja, dass du es dann verpackst. Einpackst. Ja. Na, das ist richtig. Eingepackt. Was ist denn hier da? Was kriegen wir überhaupt für den Hand? Moment, erstmal checken. Ich müsste aber meinen Rucksack hier hinlegen. Ich hoffe nicht, dass der wegpackt. Eigentlich wie teuer nicht. Wie teuer ist ein Rucksack? Ich gucke gerade, welcher das Hanf kauft. Der Arzt, ne? Noch im Moment nicht. Nee. Nee? Der Arzt kauft's nicht. So, okay. 60.000 kostet der Große. Ich kriege für meinen hier, wenn ich den wieder verkaufe, kriege ich 20.000. Also bezahle ich. Ja, ich muss trotzdem meinen ablegen, weil da ist ja Zeug drin. Ne? Aber wer kauft das Hanf? Brauch noch Geld. Wer kauft hier das Hanf? Du? Nee. Oder das musst du auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Kann sicher möglich sein. Kann natürlich auch sein. Denn ich glaube, hier kauft es keiner. Nee. Supplies, nee. Bauteile haben sie, okay. Richtig abgelegt. Nee. Öffnen. Du bist hier der
Fahrzeugmensch, oder was? Wer bist du denn? Hallo? So, jetzt muss ich den großen ablegen. Okay, funktioniert nicht oder redet nicht mit mir. So nicht. Ich gesagt, dass wir vielleicht mal wüsste, ob man hier liften kann. Den wieder aufnehmen. Nee, das ist der Fahrzeug. Achso. Kostet denn ein LKW? Eigentlich ein Truck, sondern ein Cargo. Ural. Der billigste Ural kostet 20.000. Okay. Meinst du mit einem Mosin? Ja, ob man. Ich weiß es halt nicht. Ob man liften oder kann. Ja, Mosi oder Bell, ne? Ja. 13 Sitze. Okay. Kostet auch nur 20. Okay. Was ist da der Unterschied? Merkwürdig. Wir können ja mal einen kaufen und mal ausprobieren, ob es geht. Ja. Ich mach das mal. Weil da hätten wir nämlich unser Storage-Problem gelöst. Hallo? Ach, da. Was ist das denn? Muss das so? Oh nee. Die EPAs kosten hier 1000. Jo. Oh, was ist denn das für einer? Er ist ja potthässlich, oder? Ist der bei dir also verschwommen? Ja, verwaschen. Alles klar, dann geht er wieder weg. Das ist ein neues Modell, was wir eingenommen haben, aber das wird noch nicht ordentlich angezeigt. Oh, ja. Nee, den wollen wir nicht. Was heißt das? Muss ein MTVR nehmen. Jo, ja, welchen? Den so. Letzten. Okay, Verkauf. Okay, Händlermenü. Der letzte dürfte eigentlich der getarnte sein. Cargo Trucks. Der letzte MTVR. Zack, zack. Oh, die sind recht günstig. Ja. Ah, das sieht doch schon besser aus. So. Der kann aber nicht. Oh je. Der kann nicht tauen. Der hat keine Taufunktion. Mal sehen, ob man ihn lüften kann. Warte mal, ich schließe mal auf. Aufschließen. So. Ich befürchte nicht. Das wäre zu einfach. Die Scheißdinger sind natürlich weit, weit weg. Mal probieren sie mal. Oh! Er hängt. Okay. Achso, das war. Dann fliegen sie mal los. Ich baue mich immer meine Mutti auf. Und nehmen wir den halt als Storage mit. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber nett. Sehr schön. So. Ja, das ist okay. Sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Nee, hatte ich noch nicht markiert. Okay. Kurz mal hier. Das ist schick. So. Flatter mal los. Welches hast du denn? Hast du ein Messer? Moment. Ich habe nämlich keins. Wenn nicht, kaufe ich dir jetzt eins. Ich kann meins nicht aufmachen. Shit, ich kauf mal zwei Messer. Aus. Sicher, ja, wir brauchen ja immer mal. Ja, flieg du los, ich kauf mal Messer. Und das sind, was sind das, Building Supplies? Tools, klar. Zweimal Messer, bitte. Ich mach gleich so ein Ding mit. Rucksack kaufen. Sehr schön. Soweit, dann glaube ich, lässt sich der Hanf nicht abbauen, ne? Irgendwie so war das doch. So, das und
Steht 6 Minuten. 6 Minuten? Also 6 Minuten ist 5 Minuten. Server ist stark. Ah, der war ein bisschen anders hier. Ah, hihi. Shit. Glaube, ich hab's aber noch bis dahin. Dann kann ich den LKW abstellen und. Ja. Ja, ich gucke auch in deine Richtung. Ja. Stimmt, der Server tickt ja ein bisschen anders als die anderen. Nee, Baxter, heute doch keine Standalone. Weil ich hatte erst abgesagt, weil ich Kopfschmerzen hatte. Dann hatte ich aber später noch meine Schmerztablette genommen. Jetzt sind die Kopfschmerzen Gott sei Dank weggegangen. Da habe ich überlegt, ja, und da habe ich selber gefragt, ob er Lust hätte, noch ein bisschen E-Bot zu spielen. Ich glaube, Standalone wäre mir jetzt ein bisschen zu stressig. Stressig? Moin, Teddy. Ich werde aber die Woche definitiv noch mal ein bisschen Kohle farmen. Und ich will den LKW. So, 4 Minuten. Ja, wenn wir bei 2 Minuten sind, lande ich. Warten wir halt ein Reset ab. Merkwürdige Reset-Zeiten. Ja, ist halt eine Stunde später. Ja. Vielleicht war deswegen auch keiner da. Vielleicht kommen die zwei. Ja. Bitte lieber Sir, hoffentlich stimmen die Reset-Zeiten, weil sonst bin ich tot. Ja. 3 Minuten, ich glaube, ich setze mal jetzt so lange an. Kann ich so vertrauen, tue ich dem nicht. Wer weiß, wo die Weed Farms dann sind, das ist ja die nächste Frage. Also Messer habe ich jetzt auf jeden Fall. 2 Stück. Auf jeden Fall sind schön große Weed Farms. Okay. Aber wir landen jetzt hier. Ich bin irgendwie. Oh, da ist eine Kiste. Schnell. Guck. Da ist eine Kiste. Was auch immer das für eine Kiste ist, und muss schnell noch ein bisschen resettet. Ui. Schnell. Ui. Nein! Was denn? Bei mir ist gerade das Leck des Todes. Achso, ich dachte schon. Alter, ich dachte, der Server hängt sich jetzt aus. Klingt sich aus. Das sah jetzt fast so aus. LKW steht hier, ich versuche mal, wenn ich ein Messer dabei habe, heißt das. Ja, guck mal. Wenn ich Nein, ich habe kein Messer, ich will es mit der Axt abschneiden. Nee, geht nicht. Messer hab ich nicht, na gut. Dann locke ich mich hier neben die LKW aus. Ich guck fix nochmal in die Kiste, die hier steht. Was da so Schönes gibt. Waffen, AS-50, na guter Gott. Und Schuss dazu. Oh Menü, ich. Da ist meine Knarre dran. Her damit. Gimme. Will sie haben. Ist dazu auch Magazine? Ja. Schnell. Mach ihn. Weg mit dem Müll. Weg. Die wollen wir haben. Eine M. Ne, wo ist er denn? Doch, der MK. Ist das die auch? MK17? Bist du die richtige? Ja, das ist die. 1, 2, 3, 4. Her damit. Haben wollen? Jawohl. AS-50. Ja, da ist wieder der Rucksack weg, ne? Ja. Was gibt's noch Schönes? Boah, das sind eigentlich ganz gute Dinger drin. Mist. Was ist denn hier nur los? Haben die alle keine. Hast du dein Heli eingepackt? Ja. MK17. Na gut, besser als nix. AS-50, das wäre natürlich für den Server. Ich kann mich nicht entscheiden. Und die Zeit läuft, das ist furchtbar. Moment, wie sieht es denn hier vorne aus? Was habe ich denn hier drin? SVD. Die war, glaube ich, so laut, oder? Ja, 50 ist kein Rookie weg. Was?
Bei der AS50 ist kein Rucksack weg, sagt Teddy. Okay. Nein. Linse. Ich damit. Er damit. Der nimmt die nicht. Nimm die! Wieso nimmt er die nicht? Halt, dann gib mir meine wieder. Weil er wahrscheinlich schon im Reset. Ja, scheiße, jetzt habe ich meine Waffe da reingelegt. Nein! Nein! Aber ich habe meine Dingens verflucht. Das war dieser rote Punkt, ne?